Herzlich willkommen zurück beim nächsten Part von Outlast. Wir sind im letzten Part durch unseren schönen Aufzug runtergefallen. Ich glaube sogar fast wieder da, wo wir zu Anfang waren, aber es ist jetzt recht dunkel. Und wir müssen uns jetzt den Weg hier rausbahnen, wie immer. Drei Batterien haben wir jetzt übrig. Und dann schauen wir uns hier eigentlich einfach nochmal um. Okay, wir sind wieder im Block C. Alles klar. Gut. Hier waren wir ja schon im letzten Part, haben uns ein bisschen umgesehen. Und hier ist alles voll mit Leichenteilen. Das ist echt brutal. So, jetzt schauen wir mal, wie wir hier überhaupt wieder rauskommen. Gott, was war das? Was war das? Oh nein, Alter. Nein, 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 nein. Oh Gott, geh da rüber, geh da rüber. Renn, 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 renn. Was? Oh, der Typ rennt mir hinterher. Oh Mann. Aber er hätte auch damit rechnen können, dass es da einfach einer kommt. Oh je. Ich glaube, der verfolgt mich richtig. Oh Gott. Wo muss ich lang? Komm, geh da durch. Geh da durch, geh da durch. Und jetzt? Und jetzt? Kann ich da rein? Oh Gott, schon wieder die Türe zu. Hey, das gibt's doch nicht. Okay, ich glaube, wir haben ihn abgehängt. Ich glaube, wir haben ihn abgehängt, aber ich bin, glaube ich, falsch. Jedes Mal laufe ich in so eine blöde Sackgasse rein. Und die Batterien halten auch nicht ewig. Komme ich da raus? Na, natürlich nicht. Hey, das gibt's nicht. Und was sollen wir jetzt machen? Ja, wenn ich da wieder zurückgehe, dann ist der bestimmt auch wieder da. Ah, da. Da komme ich doch rein, oder? Ja, perfekt. Gut. Das gibt's doch nicht, hey. Der hat mich jetzt echt zu Tode erschreckt, der Blödmann. Boah. Ich glaube, ich muss jetzt da in den großen Raum rein, oder? Nein. Ich will jetzt da nicht rein, ich habe echt Angst. Also gut, hier sind sehr viele Gefangene. Wir müssen hier irgendwie raus und es wird immer lauter und lauter. Kann ich mich da verstecken? Ja. Okay, ich gehe da mal lieber rein. Oh Gott, also ich bin jetzt echt angespannt. Boah, die ganzen Gitterstäbe, das ist einfach nur krank. Was macht der da? Es juckt mich. Ja, was juckt dich denn? Okay. Man sieht jetzt nicht so viel. Ich komme auch mit der Kamera nicht hoch. Aber wo muss ich denn jetzt lang? Denn zurück kann ich ja nicht mehr. Wenn ich zurückgehe, dann packt mich der eine wieder. Ja gut, komm, ich muss hier raus. Er will mir helfen. Mhm. Ich glaube nicht, dass der mir helfen will. So. Irgendwo muss es hier einen Ausweg geben. Nein. Gibt es hier vielleicht eine Batterie irgendwo? Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Geil. Geil. Wieder eine Batterie aufgenommen. Sehr schön. Der verfolgt mich hier irgendwie, der da. Aber der sieht schon krank aus, oder? Jetzt hört's mal auf, da zu reden. Ich komme ja gar nicht mehr mit. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Was gibt's hier Schönes? Hab keine Angst. Aber er scheint mich doch irgendwie zu sehen. Er ist zwar verbunden an den Augen, aber er scheint mich zu sehen. Was ist da drin? Oh je, oh je. Oh Gott, der verfolgt mich wirklich. Boah, sieht das alles hier krank aus. Ich muss irgendwie nach oben. Ich muss auf jeden Fall irgendwie darauf. Aber wie komme ich da hoch? Ja, der verfolgt mich. Alter, Alter, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, hey. Ich will dir helfen. Ja, du willst mir gar nicht helfen. Du willst mich wahrscheinlich killen oder so. Kann ich dir nicht schlagen? Und jetzt? Servus. Ja, genau. Alles klar. Überfragung ist wieder groß, aber vielleicht komme ich ja so da irgendwie rauf. Ach doch, tatsächlich.
Tatsächlich. Okay, alles klar. Also jetzt sind wir hier oben. Aber kommen wahrscheinlich hier auch nicht raus. Ja, nein, das gibt's doch nicht. Also, das ganze Spiel ist etwas verwirrend aufgebaut. Ich meine, gut, okay, ich stehe so auf Rätsel. Aber doch so krass doch auch wieder nicht. Und der sieht echt... Oh Gott, Alter! Ja, genau, geschieht dir recht, hey. Boah! Wie ich mich jetzt erschreckt. Danke, du kranker Hund. Ich laufe mal lieber nicht nah an den Gittern. Denn ich glaube, die könnten mir auch was tun, oder? Wenn ich da jetzt zu nah laufe. Oh nein, ey. Euer Ernst? Serious? Ich muss jetzt wirklich an dem da vorbei? Aha. Wie soll ich das machen? Aber da hinten gibt es ja gar nichts. Da ist dann Abgrund, oder? Ist da hinten auch noch so ein Vorsprung? Ja, doch. Ist auch. Hm. Ja, ich komme jetzt wahrscheinlich schon auf den Vorsprung rauf, oder? Aber... Nein, komme ich nicht. Komme ich nicht, okay. Ja, der eine ist auf jeden Fall tot. Der ist tot. Okay, ja gut, dann springe ich halt wieder darauf. Weil ein anderer Ausweg bleibt mir ja eigentlich gar nicht, oder? Aber wie komme ich da hoch? Ich muss ja jetzt wahrscheinlich dann ins zweite Obergeschoss. Also irgendwie von hier. Aber dazu muss ich da erstmal hochkommen. Und so komme ich da nicht hin. Außer es gibt hier irgendwo einen Ausweg daraus. Ah! Okay. Nein, da gibt's auch nichts. Hä? Ich blick das jetzt alles nicht mehr, hallo? Und das ist echt alles hier viel zu dunkel. Was macht denn der da, Alter? Dein Ernst? Okay. Naja, sieht man jetzt auch nicht alle Tage. Was für ein verrücktes Spiel. Der sieht schon psycho aus, ey. Ohne Witz. Ohne Witz, was ist hier nur los? Ja, irgendwo muss es doch hier weitergehen, Mensch. Ich kann doch jetzt nicht wieder so blind sein. Na gut. Okay, also wir wechseln jetzt wieder die Batterie. Irgendwo muss ich dahinter auf jeden Fall. Aber wie komme ich da hin zum Teufel? Ich glaube nicht, dass ich jetzt da an dem vorbeilaufen kann, oder? So? Auch nicht. Nein, geht nicht. Geht nicht. Und da sind lauter Psychopathen drin, hey. Der eine verfolgt mich bestimmt schon wieder, oder? Ja, ja, was denn sonst? Was denn so? Ja gut, da komme ich aber nicht raus. Okay, da hockt der eine. Und da war ich auch schon. Hm. Gut, also ich muss mich kurz sammeln. Ich muss mich jetzt erstmal gescheit umschauen. Darf mich jetzt da von dem hier nicht so verängstigen lassen. Aber ich war jetzt in jeder Zelle. Aber was juckt denn da bloß die ganze Zeit? Der sagt mir die ganze Zeit, dass es den juckt und juckt. Aber ich weiß nicht, was den juckt. Komm, ich will da hoch, ich will da hoch. Irgendwie? Mit einer Leiter vielleicht oder so? Hm. Boah, ist das seltsam aufgebaut, hey. Das ist jetzt... Na? Also das überfordert mich jetzt irgendwie ein bisschen. Ich muss auf jeden Fall irgendwie hier zu der Treppe. Und die führt nur durch den Gang. Aber ich komme ja in den Gang gar nicht rein. Hm. Ja, was mache ich jetzt? Ich kann doch jetzt hier nicht den ganzen Part in diesem kleinen Abschnitt hier rumgammeln. Das geht doch gar nicht. Irgendwie muss ich da weiterkommen. Was ist, wenn ich mich verstecke? Schauen wir mal. Na. Scheint anscheinend nichts zu passieren. Ja, komm, hey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Was muss ich denn jetzt machen? Nekromanie. Dieser verdammte Ort, ganz ehrlich, dieser Scheißort. Sterben gehört hier zu den weniger schrecklichen Dingen. Da hat er allerdings recht. Da hat er wirklich recht. Denn Sterben ist hier, das, glaube ich, das Unschrecklichste. Ich will jetzt da weitergehen. Ach, jetzt. Oh Gott, ey.
Der hält mich jetzt bestimmt gleich fest, oder? Nein, doch nicht. Wirklich vorwärts und drücke X von der Kante abzuspringen. Aber ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Gut. Sehr schön. Sehr geil. Ich brauche irgendwo eine Batterie. Ganz wichtig. Oh, Dokumente. Oh Gott, da ist einer unterm Bett, hey. Okay. Da gehen wir mal raus. Machen wir mal lieber die Tür zu. Und schauen mal an, was für ein Dokument wir bekommen haben. Nachruf unter blablabla Rudolf G. Wernicke. Alter 90, verstarb am 28. Februar 2009 in Ausübung der Arbeit, die er liebte. Aber in München geboren. Es hat auch ein Deutscher mal in das Spiel geschafft. Sehr schön. Aber nichtsdestotrotz brauche ich jetzt unbedingt mal eine Batterie. Weil ich habe nämlich nur noch eine. Und dann war's das. So, soll ich jetzt hier rausgehen? Ach, ein Aufzug. Weil der ist zu. Ach du Scheiße. Dann muss ich wahrscheinlich doch nach oben. Aber es ist echt brutal, wie viele Leute hier eigentlich noch eingesperrt sind. Ich habe jetzt am Anfang gedacht, die, ja, sind eigentlich alle tot. Aber anscheinend nicht. Es leben noch viel zu viele hier drin. Zum Beispiel der hier. Was haben wir da? Verschlossene Türen sind immer gut. Oh ja, hier gibt es eine Batterie. Oh, danke, danke, danke für die Batterie. Das war jetzt auch mal wirklich notwendig. Denn ich muss Batterie wechseln. Ich hatte schon fast keine Batterie mehr. Und will hier durch das Spiel durch. Alter. Alter, nicht dein Ernst, Mann, komm. Der sieht creepy aus. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Toll. Toll. Komm, ich will da ran. Nein, komm, Alter. Das darf doch nicht wahr sein, jetzt bin ich runtergeflogen, hey. Nach jetzt, ah. Ich hab's gewusst, dass er mich attackiert. Ich hab's gewusst. Ich hab's schon gerochen irgendwie, dass der mich attackiert. Aber dass das so schnell passiert, hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. So, spring. Gut, sehr schön. So, jetzt muss ich nur ganz schnell an dem vorbei rushen. Wo ist der überhaupt? Wo ist der? Wo ist der? Ach, da ist er. Oh Gott, weg hier. Ja, klar, hey. Alles klar. Komm. Jetzt, ah. Irgendjemand wird mich jetzt festhalten. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Oh Gott, Alter. Beweg dich weiter, 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 weiter. Komm schon. Wo bin ich jetzt? Nein, ich bin schon wieder runtergefallen. Alter, als ob. Als ob, hey. Mhm. Komm. Ja, tut mir jetzt echt leid, aber wieso bin ich jetzt runtergefallen? Ich verstehe das gar nicht. Das ist echt brutal. Also dieser Abschnitt des Games bumst mich gerade irgendwie richtig. Ich verstehe auch gar nicht, wieso. Weil so schwer scheint es doch anscheinend gar nicht zu sein. So, und jetzt renn, renn. Renn, bevor der eine mich wieder packt. So, komm, geh dahin. Gut, packt er mich wieder, oder? Leg mal die Kamera weg. Nein, alles klar, okay. Also ich glaube, das war bloß einmal. Hä? Ich blick das nicht, wieso falle ich da immer runter? Ach da, ach Mann. Ah, okay, tut mir leid, ich hab's nicht gesehen. Okay, jetzt mache ich mal mein Nachtsichtgerät aus. Denn meine Batterie ist leer. Und ich habe nur noch eine übrig, glaube ich. Oder zählt es jetzt zu der einen Batterie? So. Da ist auf jeden Fall eine Türe. Und ich gehe da immer nach rechts. Oder nach links, eher gesagt. So, jetzt renn. Renn um dein Leben. So. Gut. Sehr schön. Alles klar. Ich glaube, wenn ich mich nachher umdrehe, dann mache ich mal die Kamera lieber an. Ich glaube, das ist was ganz Gutes, oder? Eine ganz gute Idee. So, wo bin ich denn jetzt? Genau hier in der Zelle bin ich. Genau, habe ich doch gesagt. Oh je, yeah, meine Batterie neigt sich echt dem Ende zu. Lebst du noch? Ja, du lebst noch. Er lebt noch. So, komm, raus da. Raus da, irgendwie hier weg. Komm, Batterie, irgendwo, irgendwas? Nein, nichts? Oh Mann. Ach, da können wir runter.
Muss ich da runter? Auch keine Batterie, okay. Ach, da, da, da liegt eine. Oh Gott, Gott sei Dank. Komm, nimm sie. Und wechsel. Also wir haben in diesem Part jetzt wirklich viel Scheiße erlebt. Ja. Anders kann man es gar nicht sagen. Was passiert jetzt, wenn ich da runterspringe? Oh Gott. Ich mag diese Blind Jumps nicht. So bin ich. Okay. Wir werden jetzt den Weg zwischen hier und hier. Aber ich soll ja dem Blut eigentlich folgen. Dann mache ich das mal. Boah, und what the fuck, ey. Ich verstecke mich mal lieber in so einem Spind. Weil die Spinds sind eigentlich nie umsonst da. Immer wenn einer da ist, könnte man sich da verstecken, weil einem da irgendwas passiert. Aber es sieht nicht so aus. Und ich höre auch nichts. Oh Gott, Alter, der Donner. Aber hier sind doch sowas wie Duschen, oder? Was ist, wenn ich hinten runtergehe? Komme ich wahrscheinlich auf der anderen Seite raus, oder? Hier, da ist auf jeden Fall eine Batterie. Ich höre Wasser. Aber ich glaube, das kommt irgendwo von hier. Okay. Ja gut, da wird mir nichts anderes übrig bleiben, als jetzt da drüben reinzugehen. In der Hoffnung, dass ich hier nichts Schreckliches erlebe. Ich laufe jetzt mal lieber an den Wänden lang. Denn da fühle ich mich etwas sicherer. Soll ich jetzt da rein oder nicht? Okay, bis jetzt noch. Ja gut, alles klar. Also ich komme dann wirklich da raus. Okay, wie ich es gesagt habe. Ja gut, dann werden wir wahrscheinlich in das Loch da müssen, oder? Hm. Gut, dann gehen wir doch mal da rein. Und schauen wir mal, wo uns das hier hinbringt. Oh Gott, wir befinden uns irgendwo ganz unten im Keller. Ganz unten. OMG. Wo bringt sie mich hin? Seid ihr irre? Okay. Oh, und die Musik, die bumst einen so. Also wirklich, ich glaube, das Beängstigende am ganzen Spiel ist eigentlich die Musik an sich. So. Muss ich denn lang? Hier? Finde einen Weg aus der Kanalisation. Mhm. Okay. Gut. Wenn die Kanalisation, glaube ich, nicht so riesig wäre, wäre das auch gar kein Thema. Aber wir brauchen natürlich wieder unsere Kamera. Denn so wie üblich ist es in einer Kanalisation sehr düster. Okay. Also hier komme ich schon mal nicht lang. Können wir den Weg... Alter, Alter, Alter. Was ist, wenn ich... Aber ich könnte doch hier reingehen, oder? Okay. Gehörte das Laden jetzt dazu? Oder nicht? Ah nein, ich bin noch gar nicht draußen. Aber vielleicht hier? Nein. Aber oh, ich höre die ganze Zeit... ich höre immer irgendwas auf meinen Kopfhörern. Immer irgendwas. Dreh zwei Ventile auf, um das Wasser abzulassen. Aha. Achso, sonst komme ich da nicht runter. Okay, alles klar. Dann verstehe ich die Mission vielleicht. Gibt es hier auf der Karte irgendwas? Wo sind wir denn überhaupt? Wo sind wir? Ich sehe jetzt da irgendwie nichts. Oder ich bin jetzt wirklich extrem blind. Aber könnte sein... Hm, wo könnte ich mich befinden? Ganz oben rechts? Da vielleicht? Naja. Okay, meine Freunde, und das Abenteuer gönnen wir uns das nächste Mal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und wir sehen uns bald wieder bei Outlast, denn jetzt wird's, glaube ich, richtig bunt in der Kanalisation. Bis dann, macht es gut und ciao.